Ich kann mich gut erinnern auch an Wettkämpfe bzw. an letzte Chance, mich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Und da bin ich halt dreimal durchgelaufen. Und ich weiß, dass ich da weinend da saß nach dem Wettkampf, weil ich so unter Druck und Spannung war und wusste ich überhaupt, was passiert und was abgeht. Braunschweig letztes Jahr, also in den ersten Sekunden nach dem Sprung natürlich voller Ausbruch an Emotionen. Oleg Zernikel bringt sich nach Tokio! Geschrien, so viele Emotionen, irgendwelchen Anrufen, Gedanken, Glückwünsche, das war unglaublich. Also es ist ein Tag für die Ewigkeit.